Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pagonia. Und da war wieder das böse, böse. Irgendwelche Banditen oder so. Huch, wir haben ein gegnerisches Lager zerstört. Da wird noch gekämpft an einigen Stellen. Auch ein Dieb. Haben wir ein weiteres Diebeslager zerstört? Jo, hier ist ein Diebeslager. Und das noch existiert. Da gibt es auch noch jede Menge Diebe. Mit Diebesgut. Die bösen Burschen. Aber wir haben ein weiteres Diebeslager zerstört. In dieser Ecke. Okay. Gut zu wissen. Ja. So, Moment, Augenblick, bin ich glaube falsch. Das ist, ja, genau. Das andere Dorf. Und da ist das besagte Diebeslager. Okay. Ja, sehr schön. Da werden wir auch angegriffen von Dieben, logischerweise. Gut. Etwas Silbererz, das ist auch. Okay, wir haben hier einen Wachturm. Ich muss mich ganz kurz orientieren. So ganz klein wenig. Das Wohnhaus da. Alles klar. Uffi. Oh, Moment. Das ist wieder ein anderes Dorf. Oder? Nee, Moment mal. Hilfe. Ich bin irritiert. Dadurch, dass sie so nicht beieinander sind hier. Ich rede mal wieder mit normaler Stimme. Also, ich fand es eine Zeit lang ja ganz witzig, aber ich glaube, ich mache es erstmal mit normal weiter. Ich konzentriere mich sonst zu sehr auf meine Art zu sprechen. So. Ja, ich weiß auch nicht. Es hat mir einfach mal Spaß gemacht, was zu machen. Kann nicht garantieren, dass es das dabei bei dieser einen Etappe hier bei dieser einen Geschichte bleiben wird. So. Okay. Ja, das ist mal ein bisschen dumm gehalten, wenn wir so dicht beieinander sind. Das ist die Rüstungsspieler der Kollegen von nebenan. So, was habe ich denn hier? Wir haben hier nur noch drei Wachen. Veteranwachen. Ich mache da mal einen Hektik mit rein, damit auch Veteranwachen für den Fall des Falles dazu stoßen können, vor allen Dingen, ja, dazu stoßen können. Hier habe ich gar keine Wachen mehr. Das ist schlicht. Ach, und er sagt mir auch gerade, das ist hier eigentlich nicht mehr erforderlich. Also zumindest haben die das, was sie machen können, haben sie erreicht. Bandit, man kennt es. Ja, das wäre jetzt die Frage. Wir haben hier immer noch so ein bisschen Verkehr mit Leuten, die hier nicht unbedingt dazugehören. Ich überlege gerade, ob ich das weiter vorrücken soll. Oder erstmal noch nicht. Weil wir haben hier vorne ja ein Diebeslager auch existieren. Okay, das sind eigene Leute. Da ist ein Entdecker. Hier waren doch auch noch Banditen, meine ich irgendwo. Ne? Hier waren hier nicht auch noch Banditen in der Nähe. Weiter rauszoomen geht leider nicht. Wäre manchmal wünschenswert. Jetzt finde ich die Banditen nicht. Ja, egal. Oder haben sich die Banditen jetzt als Diebe gewandelt? Bin mir da nicht so ganz sicher. Wir machen es mal andersrum. Wenn ich hier hingehen würde. Oje, 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 oje.
Also das mit den Wegen ist ja teilweise ein echtes Problem, ne? Wenn ich hier hingehen würde und würde sagen, hier noch so ein Wachturm hin. Da ein Wachturm. Ich kann gar nicht so viele Holzfäller bauen, wie ich brauche. Um mir hier den Wege frei zu kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Na, da muss ich mich gleich mal drum kümmern. So. Ja, ich brauche hier auf jeden Fall einen Holzfäller. Zwei wäre wahrscheinlich besser. Oder drei. Habe ich noch überhaupt genügend Äxte oder dergleichen? Ich sehe die gerade. Ja, doch. Zwei, oder ist nicht viel. Ja, da muss ich erstmal ein paar Äxte machen. Und wir brauchen alles. Das ist schlimm. So, ich mach da mal den Pönorek hin, wenn das geht. Ich bin jetzt auch mal da so hingesetzt. Geht das überhaupt? Ja, er existiert jetzt da. Okay. Dann brauche ich natürlich Wege. Das erstmal so an. Und dann muss ich irgendwie... Ah ja, Moment. Das geht nicht, aber das sollte gehen. So. Was haben wir denn alles? Also, hier wurden wir angegriffen von Banditen. Das ist klar. Da ist irgendwas mit Dieben passiert. Das ist, ja, nicht schön, aber ist so. Da haben wir die auf jeden Fall. Hier haben wir auch das noch ein weiteres Lager. Das haben wir jetzt entdeckt. Das ist dieses Diebeslager. Das sind die, von die wahrscheinlich mal von hier gekommen sind. Wo ich sagte, die kommen da irgendwie von ganz weit weg. Wäre eine Möglichkeit, dass das die waren. Das Lager entdeckt, das ist das. Und dann haben da wieder irgendwelche Leute irgendwas gestohlen. Okay, das Wohnhaus ist fertig. Ja, das Teil ist auch fertig. Das hat wohl nur nicht so wirklich das gebracht, was ich mir erhofft habe. Was ist hier los? Die Holzwerkstatt ist fertig. Und dann dürfen die noch mal ein paar Holzsperre produzieren. Abenteuergilde. Ich brauche Fackeln. Moment mal. Werkzeugschmiede, genau, das war das andere Thema. Was war da noch mal? Äxte wäre ganz gut. Ich mache da mal so 5 Äxte. Wir hatten ja so wahnsinnig viele Schaufeln, die sind die alle weg. Ach so, ja, ich hatte ja da Leute, ich musste ja Leute rekrutieren. Ne? Das war das ganze Dilemma. Hämmer habe ich einige. Rucksäcke ist auch nichts mehr da. Sägen. So eine Säge, was ist das? Meißel. Okay. Mach mal so 2 Meißel. Du kannst dich hier auf nichts konzentrieren, weil du ständig hier dieses hast, was ein bisschen nervt. Wie sieht das mit Leuten aus, die ich einstellen muss? Bauarbeiter ist Meilenstein, ist abgeschlossen. Rekrutierung ist abgeschlossen. Meilenstein, Werkzeug und Rückzugherstellung ist abgeschlossen. Nichtsdestotrotz, Schneiderei. Ich kann auch mal 5 Rucksäcke machen. Und ansonsten, ich sehe gerade, das andere habe ich. Eisenlanzen. Ich mach nochmal 5 erstmal von den Leuten. Und dann Rüstungsschmiede sagt, sie ist angeblich fertig. Das glaube ich nicht. So. Immerhin, Eisen kommt wieder an. Das ist cool.
Ja, hier ist nicht ganz so viel. Hier ist ein bisschen was. Dann mach schon mal 5 Eisenschwerter. Und vielleicht mal 5 Eisenlanzen. Erstmal ganz vorsichtig hier einen Auftrag geben, weil ich noch nicht genügend Eisen habe. Halte ich mich da mal so ein bisschen bedeckt. Schemen, auch das noch. Ja, es wird dann hier alles geboten im Augenblick. Okay, dann muss ich das anders machen. Dann brauche ich hier Waldläufer. Einen Moment. Konzentration. Wachturm. Kriege ich hier noch einen weiteren Wachturm hin? Sehr gut. Da kann eigentlich nichts passieren. So, sicher, sicher. So, okay. Das heißt, die brauche ich. Erstmal da, ich würde die hier dann abziehen und die sollen dann halt, ne, entweder da oder da entsprechend vorhin verlegt werden. Genau, das wären die beiden, die würde ich dann da abziehen wollen und die kommen dann dort vorne hin erst einmal. Werden noch an anderen Stellen brauchen, da gehe ich mal ganz stark von aus. Der juckt. So. Da habe ich 5 Veteranenwachen. Da habe ich meine Soldaten. Die halte ich da erstmal noch. Und hier habe ich weitere 3 Wachen. Okay. Dann würde ich sagen, das wird eingerissen, das kommt weg. Braucht man nicht mehr. Könnte ich erstmal da sich entsprechend ansiedeln. Kriege ich auch wieder ein bisschen mehr Übersicht rein in die ganze Geschichte. Okay, ja, die Diebe. Die machen mir hier das Leben schwer und da sind es die Banditen. Gut, wie sieht es hier aus? Ich habe hier gerade mal 3 Soldaten, das ist nicht gerade viel. Hier sind es 10, okay. Jo, 3 Soldaten, da waren es 10. Ich habe nicht genügend Kettenrüstungen. Holzwerkstatt. Hat im Augenblick nichts zu tun. Du machst mal noch ruhig 20 Fackeln. So. Weitere Waldläufer.
Wir werden okay. Lass den erstmal. Sehr gut. Dann haben wir erstmal noch weitere 5 Schwerter dazu. Hier werden die Lanzen produziert. Okay, ich warte erstmal, bis die Kohle und Eisen und so weiter dann da ist. Wie sieht es hier mit der Rüstungsschmiede aus? Material ist da. Produktion braucht noch etwas. Okay. Schneiderei ist fertig. Da war das mit dem Rucksäcken. Okay. Ich überlege gerade, wo es sinnvoll ist, hier noch ein Lager hinzusetzen bezüglich der leichten Rüstung. Ich meine, die brauche ich auch immer mal wieder. Einen Augenblick, Rüstung. Es ist schade, dass man immer nur einen Warentyp angeben kann. Ja, was ich hier nicht sagen kann, entweder verstärkte Rüstung oder leichte Rüstung oder vielleicht sogar eine Rucksäcke und leichte Rüstungen und sich der entsprechende Lagerplatz dann, dass das geteilt wird. Eine 32 Einheit meinetwegen von der einen Seite und 32 von der anderen Variante. Das wäre nicht schlecht, aber naja, geht halt nicht. Gut, dann gehe ich eben hier auf leichte Rüstungen. Und fertig. Ich glaube, das habe ich Kupfervorkommen entdeckt, das ist cool. Angriff und Diebe ist weniger cool. Lässt sich aber erstmal nicht anders machen. So. Heißt, ich muss damit erst einmal noch leben. Hier wird Eisen abgebaut. Da wird Kohle gewonnen. Beziehungsweise nicht mehr. Ich gerade sehe, da ist das letzte bisschen Kohle wohl. Das war ja auch nicht viel. Ist bereits aufgebraucht und da ist auch nicht mehr allzu viel Kohle im Lager. Ja, tolle Wurst. Eisenerz, Eisenerz, Kupfer, Eisenerz, da ist Kohle. Da könnte ich entsprechend Kohle gewinnen. Da habe ich den Wachturm, dann würde ich sagen, setze hier mal so den Fokuspunkt hin. Sollte ich dann mal da so in diese Richtung mehr so konzentrieren. Eisen, Eisen und ein bisschen was an Kohle. Jo. Voilà. Muss ich im Auge behalten. Brauche ich 6. Da brauche ich 6 Leute. Das sind jetzt noch 9. Hier habe ich 10. Okay. Das sind nur noch 3. Die werden sich wahrscheinlich ständig mit den Dieben rumkloppen. Verkehrtes Dorf, wie immer. Sieht das hier aus? Ich habe hier nur noch 11. Militärcamp ist. Ich glaube, da existieren 4 Soldaten. Okay.
Ah ja, okay, das waren die. Soldaten. Soldaten hatte ich, glaube ich, hier. Alles klar, das sind die 10. Gut. Eisenlanzen habe ich, ich habe Holzspeere, ich habe nicht sehr viele Kettenrüstungen. Und daher gehe ich mal auf Nummer sicher erstmal. Auch wenn die jetzt nicht so schlagkräftig sind. Dann kommen wir auch mal durch 20. Wenn das irgendwie geht. Bei 16 habe ich, weil kann ja noch nachproduzieren. Holzspeere. Holzspeere, Holzspeere. Werkstatt. Der macht Fackeln. Das soll er auch tun. Der macht im Augenblick nichts. Dann haben wir so 10 Holzsperre. Mein Ding auch 20. Aber welche Reserve für den Fall des Falls. So, wie sieht es hier eigentlich mit ihm aus? Da ist alles dicht. Warenlager ist mal wieder voll. Und was auch jetzt nicht weiter schlimm ist. Moment, das sind unsere Kollegen von nebenan. Hier habe ich 10 Soldaten und da habe ich 3 Soldaten. Das ist nicht viel. Ausgesprochen wenig, da fehlen mir 7. Da fehlen mir 7. Moment. Ich sollte locker 10 hinbekommen. Moment mal eben. Ja. Erstmal 10. Was mit der Rüstungsschmiede? Okay. Ja, ja, es bleibt herausfordernd. Es bleibt herausfordernd, auch wenn ich im Augenblick jetzt mehr oder weniger noch damit beschäftigt bin, hier zu gucken, da zu gucken, wo ich welche Leute benötige. Und wer jetzt gerade wieder Ärger macht und so, aber das ist halt wieder Vorbereitungszeit. Das ist so. Das zieht sich dann etwas hin. Zumal, auch wenn das Dorf dann immer größer wird und immer weitläufiger wird und die Produktionsstätten mit entsprechenden Ressourcen dann auch noch versorgt werden müssen. Auch die wollen dann erstmal wieder gefunden werden. Gut, wir haben so ein paar Ansatzpunkte. Ne? Wir haben ein bisschen Kohle entdeckt, ein bisschen Eisen entdeckt, was man abbauen kann. Das wird auf jeden Fall ein weiteres Arbeitsfeld sein. Ich schaue mal ganz schnell durch. Also, ja, ich sehe, ich habe da so ein bisschen noch Ressourcen in Bezug auf Kohle und Eisen. Das dürfte noch ein bisschen reichen. Gut, wir schauen mal, was dann so in der nächsten Folge noch also so weit passieren wird. Ich würde ganz gerne natürlich die Banditen und auch die Diebe da loswerden. Kommt Zeit, kommt Rat. Danke für eure Unterstützung, für eure Begleiten. Danke für deine Unterstützung, für dein Begleiten. Hilft mir sehr. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.